Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute, am 15. Februar 2018, mache ich die dritte Lesung über das Papier von Martin Luther, wo ihr jetzt schon zwei Videos von habt sehen können. Die habe ich ja hochgeladen. Und ich möchte das gerne zum Ende bringen. Ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe. Schließlich sind da noch einige Seiten dabei, die wir lesen müssen. Aber ich hoffe, dass ihr versteht, warum ich das mache auch. Es geht mir nicht, und das sage ich jetzt nochmal eben ganz deutlich zu Anfang, es geht mir nicht darum, um jemanden in den Himmel zu preisen. Ne? Also Martin Luther in diesem Fall zum Beispiel. Martin Luther hatte seine Fehler. Das ist richtig. Aber wenn man unrecherchiert alles schluckt, was in dieser Welt erzählt wird, dann schluckt man auf alle Fälle alles, aber nicht die Wahrheit. Und ich will die Wahrheit wissen. Ob sie wehtut oder nicht, das ist mir im Grunde völlig wurscht, solange es die Wahrheit ist. Wichtig finde ich hierbei, dass wir bemerken, dass in diesem Papier, das ja von einem Professor geschrieben ist, der immerhin an einer jesuitischen Universität ausgebildet wurde, was er zum Beispiel über Luther sagt und wie man das zu interpretieren hat. Und ich fand das bis jetzt sehr interessant. Der Punkt ist, und das ist etwas, das müssen wir verstehen. Die Jesuiten haben geschworen, den Protestantismus zu vernichten. Ihr erinnert euch an den Schwur. Wenn nicht, dann schaut euch den Schwur, den Eid der Jesuiten auf meinem Kanal an, in Deutsch. Habe ich zwei Videos drüber gemacht. Dazu gehört natürlich vor allen Dingen das Diskreditieren, ja? Den Charakter anfallen, das ist schon immer eine jesuitische Taktik gewesen, weil es ist ja leichter, die Person zu vernichten, als dem seine Botschaft, vor allen Dingen dann, wenn seine Botschaft beweisbar ist und wenn seine Botschaft auf Stein gebaut ist, ja? Auf einem Felsen wie Jesus Christus. Also, wenn ich Luther diskreditiere, und wenn ich dann die Reformation damit diskreditiere und den Protestantismus diskreditiere, dann setze ich den Papst in ein ordentliches, schönes Licht. Und genau das passiert, wenn man solche Schreiben wie von Luther und den die Juden gegen die Lügen, oder Luther und den, wie heißt das jetzt genau hier, ich habe das Bild sogar hier vorbereitet, können wir uns mal eben anschauen, von den Juden und ihren Lügen oder von den Jüden und ihren Lügen, wie es original hieß, wenn man solche Dinge unkontrolliert einfach nur schluckt, dann kann das eben dazu führen, dass man ganz leicht, wie man so schön sagt, das Baby mit dem Badewasser ausgießt. Ne? Das heißt, dass man eben akzeptiert, dass hier der Charakter von Martin Luther angefallen wird, der sich auch nicht mehr verteidigen kann, der ist ja schon ein paar Jahre tot inzwischen. Und weil man seine Arbeit nicht widerlegen kann, diskreditiert man eben den Charakter. Na? Ich habe sogar gelesen, dass sie sein Grabmal, dass sie den sogar noch ausgegraben haben, genau wie sie das mit Wycliffe getan haben sollen. Also, ich meine, die kennen keine Grenzen, wenn sie ihr Ziel erreichen wollen. Ja? Und es geht mir nicht darum, Luther oder so zu loben. Ich gehe an diese Sache ganz objektiv heran. Ich gehe an alle Sachen objektiv heran. Gut, dass ich hier und da natürlich subjektive Kommentare gebe, ist irgendwo ganz logisch, weil es betrifft mich ja auch. Ich werde ja auch verfolgt anhand von Kommentaren, von YouTube-Trollen und was weiß ich nicht alles. Und da wehre ich mich natürlich gegen. Das ist ja logisch. Ja? Aber es ist noch keinem einzigen gelungen, aber wirklich keinem einzigen bis heute, das, was ich sage, mit der Schrift zu widerlegen. Und das war genau das Problem, was der Kaiser und seine Konsorten in Worms auch hatten mit Martin Luther. Als er da stand und sagte von, es ist nicht gesund oder richtig, gegen das Gewissen zu gehen, und wenn ich nicht mit der Schrift widerlegt werde, dann werde ich nicht, dann werde ich meine Aussagen nicht zurückziehen und meine Schriften nicht zurückziehen. Ja? Und bis heute können sie Luther nicht an der Hand der Bibel beweisen, dass seine Schriften verkehrt waren. So, und jetzt geht es um dieses Schreiben von den Juden und den Lügen. Ist natürlich wunderbar passend, dass der deutsche Reformator, der die Reformation, den Protestantismus in Deutschland überhaupt erst in Gang gesetzt hat und der dafür gesorgt hat, dass das Joch von Rom, von beinahe ganz Europa abgefallen war,
dass die Leute befreit wurden und eigene Regierungen aufgestellt haben, Demokratien, Republiken und so weiter, in denen sie sich selbst verwaltet haben und nicht mehr ein vom Papst eingesetzter König über sie regiert hat, dass die damit nicht einverstanden sind, ist doch irgendwo ganz logisch. Und dass sie jetzt eine Möglichkeit haben, Luther so zu diskreditieren hinterher und dafür zu sorgen, dass der sogenannte Antisemitismus, zwischen Anführungszeichen, also in Deutschland bitteschön seinen Ursprung hat. Na also, wenn man Kirchengeschichte studiert, dann hat Antisemitismus überall seinen Ursprung, nur nicht in Deutschland. Und vor allen Dingen hat er seinen Ursprung in Rom. Die Rom waren schon immer die Verfolger der Juden. Und ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Wer Geschichte ein wenig kennt, der weiß auch, warum das so ist. Ja? Die Dispensational, ja? Ich kann das jetzt im Deutschen nicht aussprechen. Die Dispensational-Politik der römisch-katholischen Kirche. Die römisch-katholische Kirche sagt ja von sich selber, dass sie die wahre Braut Christi ist. Dass sie die wahre Kirche Jesu Christi ist. Und dass die Juden und damit Israel, die das davor waren, das eben nicht mehr ist. Und um diesen Standpunkt zu behaupten, ja, muss natürlich die römisch-katholische, die wirkliche Kirche, die vermeintliche falsche Kirche vernichten. Und dazu gehören die Juden. Und da ist ihnen jedes Mittel recht. Und wenn sie die Deutschen dafür gebrauchen, um da sozusagen den Antisemitismus drin zu pflanzen, dann ist das schön mitgenommen. Dann gehen die Deutschen auch nochmal kaputt und kriegen ihre Rache für die Reformation in der Zeit. Ja? Das ist ein ganz, ganz furchtbar komplexes Thema. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wenn man so ein Buch wie von den Juden und ihren Lügen liest, was ich ja noch nicht getan habe, sondern es geht ja hier um das Papier zu analysieren über Martin Luther selber, wenn man so etwas liest, dann ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, warum Luther bestimmte Dinge darin schreibt und wie er sie schreibt. Und dann ist die Frage von, wie ist das bitte schön zu interpretieren? So, und jetzt habe ich lang genug eine Einleitung gemacht. Es tut mir beinahe schon leid, dass ich so lange rumlabe, ohne das Papier zu lesen, aber ich fand es wichtig, um euch immer deutlich zu machen, was meine Motivation überhaupt ist, um dieses Thema in Angriff zu nehmen. Ich hätte es ja auch lassen sein können. Ja, dann können wir, ich habe andere Dinge zu machen, ich habe Buchlesungen, andere Dinge zu machen, alles viel interessanter. Aber nein, ich habe dieses Thema aufgegriffen, weil ich von diesen zwei Menschen in Frankfurt damals, also letzte Woche, dieses Papier geschickt bekommen habe und mich dann da ein bisschen mehr drüber informiert habe und gesagt habe, guck, das ist genau das. Mich hat man vorher schon angesprochen von, Jörg, lies doch mal von den Juden und ihren Lügen von Martin Luther. Und ich habe das immer weggewiesen. Aber dass ich jetzt dieses Papier bekommen habe und mich dann darum gekümmert habe und Untersuchungen angestellt habe, das ist für mich ein Zeichen des Heiligen Geistes, der mich leitet und sagt, Jörg, jetzt ist die Zeit reif, jetzt musst du diese Sachen machen. So, und jetzt mache ich die Sachen auch. Also, wir fangen an auf am Ende von Seite 10 hier nochmal, lesen den letzten Absatz nochmal, um uns reinzubringen, weil es geht wirklich sehr, sehr kräftig los gleich. Luther akzeptierte allein seine Auslegung als mit dem Text vereinbar. Daher mussten Gespräche mit Juden scheitern. Musste die jüdische Schriftauslegung zurückgewiesen werden, musste erwartet werden, dass die Juden ihre Sichtweise bei einer entsprechenden Erläuterung zugunsten des christlichen Verständnisses aufgeben. Als dies nicht eintrat, bezichtigte Luther die Juden böswilliger Unaufrichtigkeit und forderte, die verderblichen jüdischen Anschauungen von den Christen fernzuhalten, damit letztere nicht vom Glauben abgebracht und womöglich zur Konversion zum Judentum verleitet würden. Eine ganz normale Sache. Wenn ich ein bibelgläubiger, Jesus Christus folgender Christ bin, dann will ich meine Brüder und Schwestern vor lauernden Gefahren warnen. Und ich warne sie vor Falschlehre, so wie ich heute die Menschen warne vor der Falschlehre des Katholizismus, des Islamismus, des Hinduismus, des Buddhismus, des Atheismus, aller anderen Dinge. So hat Martin Luther es für sich auch wichtig empfunden zu sagen von, ja, wenn die Juden dann bitte schön falsche Dinge lehren, dann bitte lehrt das unter euch, aber lehrt das nicht uns Christen, die wir Jesus Christus endlich gefunden haben, nachdem die römisch-katholische Kirche für über 1200 Jahre uns die Bibel vorenthalten hat und wir endlich das wahre Wort Gottes haben. Und wenn ihr Juden das wahre Wort Gottes nicht akzeptieren wollt, dann ist das eure Wahl, aber hindert uns da nicht dran. Und wenn wir es dann verstehen, dann können wir euch vielleicht
im Rückzug doch noch zur Eifersucht bringen und durch diese Eifersucht auch noch dafür sorgen, dass einige von euch gerettet werden. Genau das lesen wir in diesem nächsten Absatz. Es ist sehr wichtig, dass wir den jetzt sehr gut verstehen, was hier kommt. Weil jetzt geht es um das Buch Luther und die Juden. Ja? Sehr, sehr wichtig. Diese Furcht, ja, also, dass die Juden eventuell Christen vom Glauben fernhalten würden. Diese Furcht erklärt zum Teil, warum Luther in seinen späteren Schriften so vehement gegen die Juden auftrat. Im Unterschied zu 1523, als er für eine gesellschaftliche Integration der Juden plädierte, auch wenn nur zu erhoffen sei, dass einige wenige bei freundlicher Behandlung und sorgsamer Unterweisung zum Christentum finden würden, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, forderte er 1545 die Landsherren auf, gegen die Juden vorzugehen. Dass die Juden im Verbund mit allen Ungläubigen, Türken, Heiden, Ketzer und Rotten gegen das wieder neu entdeckte Evangelium anrennen, muss unterbunden werden. So, und da kann ich als bibelgläubiger Christ dem Martin Luther doch nur recht geben. Etwa nicht? Ich will doch, wenn ich endlich meine Erlösung in Jesus Christus gefunden habe, diese nicht gleich wieder wegwerfen durch eventuelle Falschlehren damit bei. Und dass der Judaismus sich eben nicht nur basiert auf Basis der Bibel, der Tora, dem Tanach und dem Gesetz, wie es in der Bibel geschrieben ist, sondern hauptsächlich basiert auf dem babylonischen Talmud, und der Kabbala, dann muss ich dagegen angehen. Wenn Luther jetzt hier in diesem Falle gegen die Juden, die Landsherren auffordert, gegen die Juden vorzugehen, dann macht er das ja nur, um die Christenheit zu schützen. Ja? Es geht nicht darum, in dem Fall hier die Juden jetzt zu töten. Es geht nicht hier darum, die Juden überall rauszuschmeißen. Es geht darum, den Juden deutlich zu machen, dass wir unsere Erlösung in Jesus Christus gefunden haben und wir uns nicht durch ihre oder andere Falschlehren davon abbringen lassen wollen. Weiter steht im Text jetzt: Daher sollten die Synagogen und Häuser der Juden zerstört, ihre Gebetbücher konfisziert, den Rabbinern die Lehre verboten und der Wucher untersagt werden. So, wir lesen den Satz erstmal bis hier. Der geht noch weiter, aber wir lesen ihn erstmal nur bis hier. Die Synagogen und Häuser der Juden zerstören. So, jetzt will ich euch mal was sagen. Im Alten Testament ist Israel aus dem Heiligen Land ausgezogen, um die Länder der Heiden zu erobern und zu vernichten. Warum? Weil diese Heiden sowieso schon tot waren und Gott gesagt hat: Geht in die Länder und besetzt die Länder. Und was müsst ihr dort tun? Alle Idole, die da sind, die sollt ihr vernichten. Deren Kirchen, deren Schreine, deren Altäre, deren Götzen, das soll alles vernichtet werden. Also sagt Luther hier im Grunde nichts anderes. Jetzt versteht mich nicht verkehrt. Aber er fordert hier nichts anderes als das, was Gott bereits von den Israeliten im Alten Testament gefordert hat. Die Synagogen, die Häuser, die Städte, die Götzen der Heiden zu vernichten. Da die Juden den babylonischen Talmud lehren und nicht das wahre Wort Gottes, sind die Juden hier mit den Heiden in einem Namenszug zu nennen. Wie im Satz davor steht, dass die Juden im Verbund mit allen Ungläubigen, Türken, also Muslimen, Islam, Heiden, Ketzer und Rotten gegen das wieder neu entdeckte Evangelium anrennen, das muss unterbunden werden. Das ist genau das, was der Herr beabsichtigt hat im Alten Testament mit Israel, als er es ausgeschickt hat in die anderen umliegenden Länder, um diese Ländereien für Israel selbst zu erobern und die anderen Nationen, die Heiden damals, zu vernichten. Ihre Standbilder, ihre Götzen, ihre Altäre, ihre Tempel und ihre Häuser einzureißen. Das ist genau dasselbe. Luther propagiert hier keinen Genozid. Luther sagt nicht, dass die Juden hier getötet werden sollen. Das steht hier nicht drin. Es steht, dass die Juden
gegen das wieder neu entdeckte Evangelium anrennen unterbunden werden muss und daher sollten die Synagogen und Häuser der Juden zerstört, ihre Gebetsbücher konfisziert. Übrigens, das macht die römisch-katholische Kirche seit 2000 Jahren mit Bibeln, die sie nicht kontrollieren kann. Sie konfiszieren und verbrennen. Den Rabbinern ihre Lehre verbieten und der Wucher untersagt werden. Nur über den Wucher gehe ich jetzt gar nicht mal weiter drauf ein. Das sind natürlich die Juden, die zusammen mit der römisch-katholischen Kirche arbeiten und halt das Bankensystem haben. Das ist eine andere Sache, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber den Rabbinern die Lehre verboten werden. Ja, natürlich, ich muss dann doch den falschen Lehrern, den falschen Priestern, muss ich doch verbieten zu lehren, muss ich doch verbieten zu predigen, wenn ich das wahre Evangelium behalten will. Hier steht nicht, dass die Juden getötet werden sollen. Nein, es steht weiterhin im nächsten Satz, ich finde diesen Satz ganz herrlich, die Juden sollten mit Flegel, Axt und Karst, was eine Hacke ist, ihr Brot im Schweiß der Nasen verdienen. So, hat jemand von euch schon mal den Ausdruck gehört, dass wir unser Geld im Schweiß unseres Angesichts verdienen müssen? Genau das fordert Luther doch hier auch. Dass die Juden, genau wie alle anderen in der Gemeinschaft, jeden Beruf ausüben müssen und sich nicht irgendwo auf die faule Haut legen sollen, sondern eben ihr Brot im Schweiß der Nasen, also im Schweiß ihres Angesichts, verdienen sollten. Die Juden sollten mit Flegel, Axt und Hacke ihr Brot verdienen. Sie sollten nicht mit Flegel, Axt und Hacke geschlagen oder erschlagen oder vernichtet werden. Nein, man sollte ihnen diese Apparate in die Hand drücken, dass sie Landwirtschaft betreiben und dass sie im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot verdienen. Der nächste Satz bringt das Ganze zu einem interessanten Schluss. Die gesamte Struktur der jüdischen Gemeinschaft sollte demnach zerstört werden, damit sie nicht gegen das Evangelium wirken kann und vielleicht Einzelne doch den Weg zu Christus finden können. Nun, hier ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den ich auch gleich nochmal eingehen möchte. Ich möchte nur eben mal kurz das Bild hier verändern. Die gesamte Struktur der jüdischen Gemeinschaft sollte demnach zerstört werden, damit sie nicht gegen das Evangelium wirken kann und vielleicht Einzelne doch noch den Weg zu Christus finden können. Also, mit anderen Worten, damit Einzelne doch noch zur Eifersucht erweckt werden können, wie in Römer Kapitel 11, Vers 11 von Paulus gelehrt. Wir wissen aus anderen Buchlesungen, ich glaube, es war ein Herrscher des Bösen, habe ich euch vorgelesen, dass, ich glaube, das war am Ende des Buches, Kapitel 3, 4, 25 irgendwo, dass eine Gesellschaft, je freier sie ist, sich desto weiter von Gott wegentwickelt. Man sieht es ja heute überall in der Welt. Da, wo die Menschen sozusagen frei sind, da sind sie mehr oder weniger gottlos. Aber wenn die Menschen unterdrückt werden, wenn sie verfolgt werden, dann suchen sie ihr Heil in Gott. Also schlägt Luther hier vor, und nicht Genozid, kein Völkermord. Er sagt, die gesamte Struktur der jüdischen Gemeinschaft sollte zerstört werden, damit sie nicht gegen das Evangelium wirken kann und dann vielleicht Einzelne doch den Weg zu Christus finden können. Aufgrund des Drucks der Verfolgung, ohne jetzt Verfolgung für leibliches Leben, das nehmen wir aus, weil das wäre ja auch nicht christlich, ne? Ich meine, wir können ja sagen, Luther war kein Christ. Ja gut, dann würde er natürlich auch nicht viel besser sein als der Papst und seine Inquisition. Ein Christ verfolgt das Wort von Jesus Christus, der sagt, liebe deinen Nächsten, bete für die, die dir schlecht tun wollen und verletze keinen Menschen. Töte nicht und verletze keinen Menschen. An diese Gebote hält Luther sich doch. Aber er sagt, wenn ich ihre Wohngemeinschaft, wenn ich ihre Gemeinschaft zerstöre, dieses Zusammenrotten damit bei, dann gebe ich vielleicht die Möglichkeit, dass Einzelne doch noch den Weg zu Christus finden können. Das ist doch im Grunde sein Anliegen. Er will die Juden zu Christus bekehren. Er will verlorene Seelen retten. Das will Luther, das will ich und das wollen alle anderen Protestanten oder wollten alle anderen Protestanten. Manche mit den richtigen, manche mit den verkehrten Mitteln. Aber wie gesagt,
Man muss natürlich das ganze Buch von Martin Luther gegen die über die Juden und ihre Lügen vielleicht lesen. Und da bin ich noch nicht ganz zu, weil ich habe wirklich noch keine gut lesbare Kopie gefunden. Aber was der Professor, von dem wir das Papier hier lesen, darüber sagt, ist doch ganz eindeutig. Man muss es nur mit der richtigen Brille auflesen, bitteschön. Ja? Wenn ich das natürlich mit einer antisemitischen Hassbrille lese, dann kann ich das auch ganz anders auslegen. Aber hier steht ganz deutlich, objektiv gelesen vor: Die Juden sollten mit Flegel, Axt und Karst im Schweiße der Nasen ihr Brot verdienen. Die gesamte Struktur der Gemeinschaft sollte zerstört werden, damit sie nicht gegen das Evangelium wirken kann und dann Einzelne vielleicht doch den Weg zu Christus finden können. Also ich kann dem im Grunde nur zustimmen. Ihr könnt mir da ja bitte vernünftige, ruhige, dezidierte, gut formulierte Kommentare schreiben. Ich bin diese Trollkommentare böse, da reagiere ich doch nicht drauf. Wenn ihr eure Wut loswerden wollt, dann wendet die gegen den Papst, weil der ist eigentlich derjenige, der für euer Unglück sorgt, nicht ich, der ich euch hier die Wahrheit erzähle. Aber ja, steht schon in der Bibel drin. Bin ich euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit erzähle? Manchmal schmerzt die Wahrheit und man will sie nicht wahrhaben, ne? Das ist nun mal so. Fahren wir fort. Punkt 4 des Papiers, um weiteren zu lesen. Hermeneutische Grundlagen von Luthers Zugang zum Alten Testament. Was zum Teufel heißt hermeneutische Grundlagen? Habe ich mir eine kleine Note beigemacht, weil ich das auch nicht wusste. Die Hermeneutik aus dem Altgriechischen heißt im Deutschen erklären oder auslegen oder übersetzen, also ist im Grunde beinahe ein anderes Wort für die Exegese, ist eine Theorie der Interpretation von Texten und des Verstehens. Beim Verstehen verwendet der Mensch Symbole. Er ist in eine Welt von Zeichen und in eine Gemeinschaft eingebunden, die eine gemeinsame Sprache verwendet. Nicht nur in Texte, sondern in alle menschlichen Schöpfungen ist Sinn eingegangen. Diesen herauszulesen ist eine hermeneutische Aufgabe. Also Texte zu erklären, auszulegen und zu übersetzen und zu interpretieren, ist Hermeneutik auf Basis, dass ich das mache, auf Basis des Textes und der Symbole, die mir zur Verfügung stehen. Christologische Auslegung des Alten Testaments von Martin Luther, weil wir sprechen hier über seine Person. Luthers grundsätzliche Haltung zum Alten Testament tritt zu Beginn seiner Auslegung von 2. Samuel Kapitel 23 Vers 1 bis 7 besonders eindrücklich hervor. Zitat: Ursache ist die, wir Christen haben den Sinn und Verstand der Biblia, weil wir das Neue Testament, das ist Jesum Christum, haben, welcher im Alten Testament verheißen und hernach kommen, mit sich das Licht und Verstand der Schrift bracht hat, wie er spricht in Johannes Kapitel 5, Vers 46. Also auf Neudeutsch: Ursache ist, dass wir Christen den Sinn und Verstand der Bibel haben, weil wir das Neue Testament haben, weil wir Jesus Christus haben, der im Alten Testament verheißen, also prophezeit wurde und danach kam und sich mit sich das Licht und den Verstand der Schrift gebracht hat, wie er sagt in 5. Johannes Vers 46. Das sagt Martin Luther hier. Und das ist ja der Punkt, den ich auch in vorherigen Lesungen schon angeholt habe. Die Juden, die das Alte Testament ja, zumindest teilweise, und das Neue Testament überhaupt nicht akzeptieren, haben nur einen Teil des Wortes Gottes. Weil das Wort Gottes ist die ganze Bibel. Der Gott des Alten Testaments ist der Gott des Neuen Testaments. Wenn ich mich aber nur auf einen Teil versteife, dann kann ich das gar nicht richtig verstehen. Ich brauche das Verständnis des Alten Testaments, um das Neue Testament zu verstehen. Und ich brauche das Verständnis des Neuen Testaments auch, um das Alte Testament in einigen Punkten zu verstehen. Deutlich wird dies in dieser Äußerung zunächst, dass Luther das Alte vom Neuen Testament herliest. Ja, sehr interessant, ne? Er nimmt das Alte Testament aus Sichtweise des Neuen Testaments her. Nach dem Motto: Ich lese erstmal den Schluss und dann kann ich den Anfang des Buches begreifen, um das mal ein bisschen einfacher auszudrücken. Das Neue Testament gibt den Interpretationsschlüssel für die ganze Heilige Schrift vor. Das heißt,
Das Alte Testament wird nicht aus sich selbst heraus interpretiert, sondern in einen Gesamtzusammenhang mit dem Neuen Testament gestellt. Ja, das ist doch ein sehr wichtiger Satz, den wir da haben. So, dann wird im obigen Zitat das Auslegungsprinzip der ganzen Schrift, der zentrale hermeneutische Zugang, deutlich. Ja, was Hermeneutik ist, haben wir ja gerade geklärt. Zitat: Was Christum treibet, Ende Zitat. Jesus Christus ist in Luthers Theologie die entscheidende Größe. Solus Christus. Ihn findet er auch im Alten Testament. Jesus Christus ist der im Alten Testament angekündigte Messias. An der Deutung der messianischen Stellen im Alten Testament auf Jesus Christus kann es keinen Dissens geben. So, hier spielt der Autor natürlich wieder an auf den Dissens, auf das Verständnisproblem, das Luther mit den Juden hat. Da die Juden das Neue Testament ablehnen, nicht lesen, nicht glauben und von daher auch aus Sicht des Neuen Testaments das Alte nicht verstehen, stoßen sie den Messias von sich ab. So, und das ist nicht Luther, der das sagt, dass sie den Messias nicht anerkennen. Das ist nicht Jörg, der das sagt, dass sie den Messias nicht anerkennen. Das ist Jesus selbst. Weil Jesus hat gesagt: Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr akzeptiert mich nicht. Aber es wird einer kommen in seinem eigenen Namen oder in einem Namen, den der Vater ihm nicht gegeben hat, und den werdet ihr akzeptieren. Na, auf der breiten, schönen, gelb gepflasterten Straße, Yellow Brick Road, wie man so schön im Englischen sagt, sind wir ja in den Weg des Verderbens des Vatikans. Ja? An der Deutung der messianischen Stellen im Alten Testament auf Jesus Christus kann es keinen Dissens geben. Nun, der Punkt ist folgender. Und da gehen wir in die Hermeneutik mal mit rein. Der Punkt ist der, dass wenn ich nur das Alte Testament lese, dann kann ich ja gar nicht verstehen, wo das Alte Testament diese messianischen Stellen hat, also wo es auf Jesus Christus deutet, weil ich akzeptiere Jesus Christus ja nicht. Dann sind diese Stellen für mich entweder belanglos oder sie deuten auf irgendetwas anderes hin, was dann mein Rabbi für mich auf die ein oder andere Art und Weise interpretieren muss. Und das ist genau der Punkt. Die Juden haben deswegen die messianischen Stellen im Alten Testament verworfen, weil sie von ihren Rabbinern, von ihren Priestern, eine verkehrte Lehre empfangen haben. Die Lehre der Bibel vermischt mit dem babylonischen Talmud. An der Deutung der messianischen Stellen im Alten Testament auf Jesus Christus kann es keinen Dissens geben. Wenn man das Neue Testament gelesen hat und dann sieht, wie diese ganzen Prophezeiungen sich erfüllt haben. Ich habe in der letzten Lesung Jesaja 53 gelesen. Ich mache jetzt Jesaja 53 nicht nochmal auf in der Lutherbibel, ich mache es gerade mal auf in der King James. Und zwar mit einem ganz bestimmten Grund. Hier nicht, um jetzt alles in Englisch vorzulesen, aber um da eben darauf hinzuweisen, in der King James, die ich habe, gibt es verschiedene Symbole neben dem Text, die sich erklären auf folgende Art und Weise. Ich lese euch das mal eben vor. Am Anfang in der Bibel steht hier drin, dass durch die ganze Bibel wird der Stern gebraucht, neben dem Text, um eine Verse zu markieren mit einer messianischen Prophezeiung. Ein Stern, der innen nicht färblich ausgefüllt ist, indikiert, dass dieser Text eine Prophezeiung unterstützt, die in der Time des Schreibens der Prophezeiung noch zu vollfüllen war. Ein ausgefüllter Stern, also mit Farbe ausgefüllter Stern, indiziert, dass der Text eine Prophezeiung beinhaltet, die bereits erfüllt ist. So, und wenn ich jetzt in Jesaja Kapitel 53 gehe, in meiner Lutherbibel habe ich das nicht, aber in der King James habe ich das halt, dann habe ich hier folgenden Punkt. Ich mache mal eben hier das große Bild mit rein, dass ihr wisst, dass ich im Augenblick nicht lese, sondern eine andere Erklärung gebe. Ja?
Vers 1, ein leerer Stern. Vers 3, ein leerer Stern. Vers 4, ein leerer Stern. Vers 5, ein leerer Stern. Vers 7, ein leerer Stern. Vers 9, ein leerer Stern. Vers 10, ein leerer Stern. Vers 11, ein leerer Stern. Und Vers 12, ein leerer Stern. So, und wenn ihr jetzt wissen wollt, für was das alles mal steht, dann werde ich mal eben sagen, von gut, dann machen wir mal eben die Lutherbibel auf. Wollen wir eben gucken. Neues Testament. Nee, brauchen wir ja nicht. Wir brauchen jetzt das Alte Testament. Habe ich das hier irgendwo zwischen? Ach komm. Alle letztlich geöffneten Bestände mitgeben. Luther, Altes Testament. Hier. Das ist das. Und dann müssen wir gehen zu Jesaja. Hier. Und dann 53. Eine ganze Ecke runter. Machen wir es doch mal. Also wenn ich mir schon die Mühe mache, dann kann man es ja auch vernünftig machen, ne? Also, Jesaja 53 ab Vers 1. Vers 1 hat einen leeren Stern. Der liest, aber wer glaubt unserer Predigt und wem wird der Arm des Herrn offenbaret? Vers 3 liest sich, er war der Allerverachteste, der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Das spricht, handelt alles von Jesus Christus. Vers 4. Für wahr, er trug unsere Krankheit, also Sünde, und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Vers 5. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Unerfüllte Prophezeiung im Augenblick, dass Jesaja das hier schreibt. Vers 7 geht's weiter. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummet vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Nächste messianische Prophezeiung in Vers 9. Und er ist begraben wie die Gottlosen und gestorben wie ein Reicher, wiewohl er niemand Unrecht getan hat, noch Betrug in seinem Munde gewesen ist. Vers 10. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Vers 11. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünde. Das spricht doch eindeutig von Jesus, ne? Er, mein Knecht, sagt der Vater, der Gerechte wird viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünde. Und schließlich noch Vers 12. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er vieler Sünden getragen hat und für die Übeltäter gebeten. So, und in meiner König James finde ich dann auch noch hier und da, nicht überall, aber hier und da eine Referenz zu dem Neuen Testament. Nämlich da, wo das, wo über die unerfüllten Prophezeiungen, die hier gesprochen wird, wo die im Neuen Testament erfüllt werden. Also, der Punkt des Professors hier über Martin Luthers Schreiben ist ganz klar. An der Deutung der messianischen Stellen im Alten Testament auf Jesus Christus kann es keinen Dissens geben. Nein, wenn ich das Neue Testament kenne. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich das Neue Testament nie gelesen habe, dass ich nicht weiß, dass ein Messias kommt, dass ich keinen Messias erwarte. Dann lese ich diese Stellen doch in einem ganz anderen Verständnis. Und genau so wurde damals den Juden das gelehrt. Deswegen, sagt Jesus selbst, kannten sie die Zeit ihrer Heimsuchung nicht. Ja? Nicht nur wegen Daniel 9, aber eben auch, deswegen, weil sie die messianischen Stellen im Alten Testament nicht deuten konnten, weil sie auch das Neue Testament nicht annahmen, weil sie Jesus seine Lehre nicht annahmen.
Ich hoffe, dass ich den Punkt jetzt deutlich gemacht habe. Diese unerschütterliche Überzeugung Luthers begegnet in zahllosen Äußerungen. Zitat: Denn das Hauptstück muss wahr sein, dass die alte Heilige Schrift auf Messia und unseren Glauben gehe und Zeuge, wer sie dahin nicht versteht, der kann sie nicht haben. Ganz wichtig. Das Hauptstück muss wahr sein, dass die alte Heilige Schrift, also das Alte Testament, auf Messias und unseren Glauben geht und bezeugt, wer sie bis dahin nicht versteht, der wird sie nicht haben. Was ist sie? Ja, der wird die Erlösung nicht haben. In der Vorrede zur Druckfassung von Predigten über das Buch Genesis heißt es: Tota scriptura eo und so weiter und so weiter und so weiter. Ich lese das ganze Lateinische hier nicht vor, das kann ich sowieso nicht. Ich lese euch lieber das Deutsche vor. Die ganze Schrift enthält dies, dass Christus uns zur Erkenntnis vorgesetzt wird. Dies ist das durchgängige Ziel der Schrift, durch den uns endlich der Zugang zum Vater verschafft werden soll. Ja, der Zugang, den Adam durch den Sündenfall damals weggeworfen hat. Seit dem Sündenfall haben wir keinen Zugang mehr zum Vater. Deswegen brauchen wir den menschgewordenen Gott, Jesus Christus, als Mittler zwischen uns und dem Vater, weil er durch sein vergossenes Blut uns gerecht macht und wir wieder vor dem Vater stehen können, so wie Adam vor dem Sündenfall vor dem Vater hat stehen können. Die ganze Schrift enthält dies, sagt Luther in seiner Druckfassung über die Predigten über das Buch Genesis, das erste Buch Mose, dass Christus uns zur Erkenntnis vorgesetzt ist. Dies ist das durchgängige Ziel der Schrift, durch den uns endlich der Zugang zum Vater verschafft werden soll. Hört mal, wenn wir in den Anfang der Bibel gehen, in das Alte Testament, und wir gehen in Mose, also erstes Buch Mose und Genesis, Kapitel 3, Vers 15, da steht: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, und dem Weibe, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier ist die allererste Erwähnung des Messias bereits im Alten Testament. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe. Später in der Bibel lernen wir, dass ein Weib, eine Frau, auch ein Symbol ist für eine Kirche. Aha. Ich werde also Feindschaft setzen zwischen Satan und der wahren Kirche Jesus Christus. Zwischen deinem Samen, deinen Nachfolgern und ihrem Samen, ihren Nachfolgern. Der Nachfolger von dem Weibe, von der Kirche, der wahren Braut Jesu Christi, soll dir den Kopf zertreten. Das Einzige, was du tun kannst, ist ihn in die Ferse stechen. Vom Kopf zertreten stirbt man. Vom in die Ferse stechen stirbt man nicht. Das ist genau der Punkt. Denn Jesus Christus hat Satan am Kreuz besiegt. Ja. Sah natürlich erst so aus, dass Satan gewonnen hat, weil Jesus Christus ist gestorben. Aber er ist drei Tage später wieder auferstanden. Der Vater hat ihn ins Leben zurückgeholt. Und Jesus Christus ist der Weg, das Leben und die Wahrheit. Ah ja. Und das ist bereits hier in Kapitel 3 des ersten Buch Mose Genesis das erste Mal genannt. Das ist die erste messianische Botschaft. Kann man gar nicht anders deuten. Also ich zumindest nicht. Jesus selbst hat dies bestätigt, wie in Johannes 5,46 unzweifelhaft zeige. Zitat: Wenn ihr Mose glaubet, so glaubet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben. Insbesondere seien die von Luther hochgeschätzten Psalmen ganz selbstverständlich auf Christus hin zu deuten. Dem stimme ich absolut zu. So fügte Luther dem für seine Vorlesung von 1513 veranlassten Separatdruck der Psalmen eine Vorrede bei, die die Überschrift trug: Praefatio Jesu Christi, Fili Dei et Domini, Nostri im Psalterium David.
was dann auf Deutsch heißt Vorrede Jesu Christi, des Sohnes Gottes und unseres Herrn im Psalm Davids. In der Vorrede auf dem Psalter schrieb Luther 1528, Zitat, und sollt der Psalter allein des halben Tör und lieb sein, das von Christus Sterben und Auferstehen so klärlich verheißet und sein Reich und der ganzen Christenheit Stand und Wesen vorbildet, dass es wohl mocht eine kleine Biblia heißen. Ende Zitat. Die christologische Interpretation, also die christliche Interpretation des Alten Testaments, das ist hiermit gemeint, ja, die christologische Interpretation. Weil es geht darum, das Alte Testament aus Sichtweise des Neuen Testaments Verständnisses heraus zu verstehen. Die christologische Interpretation war für Luther unter anderem mit Verweis auf Johannes 5,39 vorausgesetzt, ein abweichendes Verständnis konnte es nur in begründeten Ausnahmefällen geben. Jede Prophetie und jeder Prophet muss von dem Herrn Christus her verstanden werden. Außer, wenn es eindeutig ist, dass die offenbaren Worte, also eine offenkundige Wortbedeutung, von etwas anderem sprechen. Daraus ergibt sich für Luther zwingend, dass allein die Christologie ein zutreffendes und rechtes Verständnis des Alten Testaments eröffnen könne. Mit anderen Worten, Luther sagt, dass sich hieraus zwingend ergibt, dass nur eine Sicht aus der Kenntnis des Neuen Testaments das Verständnis des Alten Testaments eröffnet. Also, nur wenn ich das Neue Testament gelesen und verstanden habe, kann ich auch das Alte Testament 100% begreifen. Und dem stimme ich zu. Und deswegen sind die Juden eben betrogen, weil sie nur das Alte Testament glauben. Sie glauben nur in die Tanach, sie glauben nur in die Tora, sie glauben nur in die Gesetze. Sie glauben nicht das ganze Alte Testament. Sie akzeptieren auch nicht alle Propheten, die Gott ihnen offenbart hat, wie zum Beispiel Daniel, weil das Buch von Daniel ist in der jüdischen Bibel nicht unter den Propheten abgelegt. Und sie akzeptieren das Neue Testament nicht und haben deswegen eine verkehrte Sichtweise auf das Alte Testament. Sie sind gefangen in dem Alten Testament. Sie sind gefangen in der alten, zwischen Anführungszeichen, Erlösung. Die kommt durch Tieropfer, durch das Vergießen von Blut, weil sie nicht verstanden haben, dass Jesus Christus das einzige perfekte Lamm war, auf das bereits in Exodus hingewiesen wurde, als in Ägypten zur Zeit des Passafestes die Israeliten ihre Türschwelle mit dem Blut eines Lammes beschmieren sollten, damit der Geist, der tötet, daran vorbeigeht, ja? Der die Erstgeburt in Ägypten getötet hat, von allen Tieren und von allen Menschen. Deswegen Passover, das Vorbeiziehen. Ja? Und davon war Jesus Christus die Erfüllung. Das ganze Alte Testament, die ganzen Tieropfer im Alten Testament haben niemals, das Blut von Tieren hat niemals die Sünde von irgendwelchen Menschen weggenommen. Aber der Glaube daran, dass das Blut die Sünden wegwäscht, der hat dafür gesorgt. Und das ist im Alten Testament genau dasselbe wie im Neuen. Es ist der Glaube an das Blut Jesu Christi, der uns die Sünden reinwäscht und der uns deswegen reinwäscht und reinmacht und akzeptabel vor dem Vater. Über eine weitere Weichenstellung im Blick auf das Verständnis des Alten Testaments gibt Luthers 1523 in seiner dem Druck der Pentateuch unter Übersetzung vor Angestellten bereits auf das ganze Alte Testament blickende Vorrede Aufschluss. Zurückgewiesen wird von ihm die von einigen vertretene Meinung, das Alte Testament sei allein dem jüdischen Volk gegeben. Die Christen hätten genug am Neuen Testament. Dem hielt Luther entgegen, im Neuen Testament selbst werde auf das Alte Testament verwiesen. Zudem stamme Christus aus dem Geschlecht Davids. Daraus müsse gelernt werden, die Schrift des Alten Testaments muss zu erachten, sondern mit allen Fleiß zu lesen. Also nicht zu erachten, sondern mit allem Fleiß zu lesen. So. Was kann ich denn da wieder jetzt für meinen eigenen Senf zugeben?
Im Neuen Testament werde auf das Alte verwiesen. Es gibt bestimmte Stellen. Unter anderem sagt Jesus zu einem bestimmten Zeitpunkt, holt er den Propheten Daniel an und sagt, wer lesen kann, der verstehe. Und im Alten Testament wird das Neue Testament angeholt. Zurückgewiesen wird von ihm die von einigen vertretene Meinung, das Alte Testament sei allein dem jüdischen Volk gegeben. Die Christen hätten genug am Neuen Testament. Nun, das kann man ganz einfach widerlegen. Dass das absolut falsch ist, das Alte Testament sei allein dem jüdischen Volk gegeben, die Christen hätten genug am Neuen Testament, ist eine absolute Falschauslegung. Eine gerne gelehrte katholische Falschauslegung, meine lieben Brüder und Schwestern. Warum? Aber das ist ganz einfach und ich beweise euch das anhand der Bibel. Wenn wir nochmal zu 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15 gehen und wir die erste messianische Prophezie uns nochmal eben vor Augen halten, dann steht hier, und ich will, ich mache das mal ein bisschen größer, könnt ihr das noch leichter lesen. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gibt es hier in diesem Augenblick schon Juden? Gibt es hier in diesem Augenblick schon Israeliten? Wer ist denn in die Sünde gefallen? Ein Jude? Ein Israelit? Oder ein Mensch? Der erste Mensch, den es auf der Welt überhaupt gab. Adam. Und seine Frau, Eva. Die ersten zwei Menschen, die überhaupt geschaffen wurden, die sind in die Sünde getreten. Das heißt, wenn ich dann nachher erlösen will, also wenn Gott einen Erlösungsplan hat, dann muss dieser Erlösungsplan doch auch für alle Menschheit gelten. Weil schließlich ist die Menschheit in Sünde gefallen. Ich sag's mal so, wäre die Schöpfungsgeschichte geschrieben, und am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde und alles drum und dran und dann machte er den Menschen, aber er machte keinen Menschen, er machte einen Juden und dieser Jude ging in die Sünde. Ja, dann habt ihr recht. Dann haben die Heiden kein Recht auf Errettung. Ja? Das Alte Testament wäre dann allein dem jüdischen Volk gegeben. Dann ja, aber das steht so nicht in der Bibel drin, ne? In der Bibel steht da drin, dass Gott den Menschen gemacht hat und aus dem ersten Menschen die Frau gemacht hat. Diese ersten zwei Menschen, Mann und Frau, sind die Ureltern des ganzen menschlichen Geschlechts. Und die sind in Sünde gefallen und deswegen muss auch die ganze oder das ganze menschliche Geschlecht die Möglichkeit haben, errettet zu werden. Das Alte Testament ist nicht allein dem jüdischen Volk gegeben. Die Christen hätten genug am Neuen Testament. Nein, die Christen brauchen auch das Alte Testament, auch zum Verständnis. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das auch hier mal eben verstehen. Dem hielt Luther entgegen, im Neuen Testament selbst werde auf das Alte verwiesen. Zudem stamme Christus selber aus dem Geschlecht Davids. Daraus müsse gelernt werden, die Schrift des Alten Testaments nicht zu verachten, sondern mit allem Fleiß zu lesen. Ja, zu verachten, das muss hier, nein, eins muss ein V sein, das ist halt eine alte Schrift, wo sie das übernommen haben. Manchmal gab es da ein V, wie hier, manchmal nicht. Das Alte Testament ist vornehmlich Gesetz. Oh, ein neues Bild hier, das finde ich doch immer sehr schön. Das Alte Testament biete aber nicht nur Hinweise auf Christus, sondern ist nach Luther, Zitat, ein Gesetzbuch, das lehret, was man tun und lassen soll und daneben anzeiget Exempel und Geschichte, wie solch Gesetze gehalten oder übertreten sind. Das Do, also das Da lehret, das Da lehrt. Während das Neue ein Evangeli oder Gnadebuch sei. Ja, also das Alte Testament lehrt, was man tun und lassen soll und was anzeigt, also was andeutet anhand der Geschichte, wie solche Gesetze eingehalten oder übertreten sind. Und das neue Evangelium, das neue Testament, ist ein Buch der Gnade. Allerdings, wie es im Neuen Testament auch Gesetze gebe, die anzeigten, wie ein Christenmensch leben solle, so finde sich im Alten Testament neben den Gesetzen
etliche Verheißung und Gnadensprüche. Das nach Luther in drei Arten vorliegende Gesetz Bezug auf zeitliche bzw. weltliche Güter, auf den äußeren Gottesdienst und auf Glauben und Liebe diene dazu, die Sünde zu offenbaren, eine Aufgabe, die auch im Neuen Testament vielfach genannt werde. Die Sünde muss offenbart werden. Wo wird denn das zum Beispiel im Neuen Testament gemacht? Paulus, der sagt, ohne das Gesetz wüsste ich gar nicht, dass es Sünde gäbe. Ich wüsste ja gar nicht, dass ich in Übertretung bin, wenn ich das Gesetz nicht kennen würde. Deswegen ist das Gesetz immer noch da. Nur das Gesetz macht uns nicht rechtschaffen. Das kann es auch gar nicht machen. Das Gesetz kann nur verdammen. Aber die Einhaltung des Gesetzes ist das, wonach wir streben. Nur anstelle der Verdammung über das Gesetz ist Jesus Christus gekommen, der unsere Übertretungen mit seinem Blut weiß gewaschen hat. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir seine Regeln befolgen, dann tut er im Gegenzug als Vermittler zwischen dem Vater und uns eintreten und wird sagen, hier, Vater, das ist der Jörg, mein Bruder, er hat gesündet, aber ich habe ihm die Sünde weiß gewaschen mit meinem Blut. Akzeptiere ihn als deinen Sohn, wie du mich als deinen Sohn akzeptierst. Genau so wird das laufen im Himmel. Mit Christus freilich sei das Gesetz an sein Ende gekommen. Ja, das sagen sie ja alle. Das Gesetz ist vorbei. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Moses Amt horet drinnen auf, dass es nicht mehr durch die Zehen geputt und die Sund stark macht und die Sund nicht mehr des Todes Stachel ist, denn durch die Gnade Christi das Herz nur gut worden und dem Gesetz hold ist. Ich habe dieses Buch vorher oder diesen Artikel vorher nicht gelesen. Ja? Das ist auch für mich das erste Mal. Und von daher ist es auch für mich manchmal schwierig, direkt zu verstehen, was hier denn jetzt mit gemeint ist. Ja? Da wollen wir uns das nochmal in Ruhe durchlesen. Moses sein Amt hört drinnen auf, dass es nicht mehr durch die Zehen gedrückt und stark macht und die Sünde nicht mehr des Todes Stachel ist, denn durch die Gnade Christi das Herz nun gut geworden und dem Gesetz hold ist. Durch Jesus Christus ist uns das Gesetz auf das Herz geschrieben. Und das Herz des Menschen ist ja schlecht von Anfang an, wie in der Bibel steht. Aber durch die Gnade Christi ist das Herz gut geworden und dadurch ist uns das Gesetz hold geworden. Hold heißt mit anderen Worten hier in diesem Falle, das Gesetz ist immer noch da. Das Gesetz zeigt uns immer noch an, dass wir arme Sünder sind. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich morgens aufstehe und ich kann abends ins Bett gehen und sagen, von ich habe den ganzen Tag nicht gesündigt, oh wow, dann brauche ich ja auch keinen Jesus Christus mehr, der mich erlöst, ne? Das ist ja die Lehre der römisch-katholischen Kirche, ne? Nehmen wir das Gesetz weg, dann nehmen wir die Sünde weg. Wenn wir aber die Sünde wegnehmen, dann brauchen wir auch keinen Erlöser mehr. Also, was sollen wir damit Jesus Christus? Nein, und ich labe das nicht mal ebenso aus einer Lust und Laune heraus. Absolut nicht. Ich weiß, ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe jetzt eben meinen Gedankenzug habe ich jetzt gerade verloren. Es gab da eine Bibelstelle, die ich da mal eben für anholen wollte, die ich von Tom Fress, wo wir öfter drüber gesprochen haben. Aber der Punkt, um da nochmal eben drauf zurückzukommen, Entschuldigung, ich habe einfach meinen Gedankengang verloren. Der Punkt, den ich gemacht habe, den ich machen will, ist ganz einfach, wenn wir kein Gesetz mehr haben, dann haben wir auch keine Übertretung. Wenn ich keine Übertretung mehr habe, also keine Sünde mehr habe, dann habe ich auch keine Strafe mehr. Und dann brauche ich auch keinen Messias mehr. Und das ist genau das, was die römisch-katholische Kirche ja lehren will. Das war es, der Punkt, den ich sagen wollte. Johannes Paul II., der Antichrist Johannes Paul II., der hat gesagt, dass Jesus Christus nicht der Messias war, sondern dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, um den Christ in jedem von uns zu zeigen. Ja? Also, das ist genau die Botschaft, die die Schlange im Alten Testament an die Menschheit gibt. Ihr werdet sein wie Götter. Oder ihr werdet selbst sein wie Gott. Ihr seid alle Götter, ihr seid alle Jesus Christus. Das hat Papst Johannes Paul II. Gesagt.
Sucht es selbst nach, wenn ihr mir nicht glaubt. Ich habe das von Tom Fress und der lügt nicht. Also wenn der das sagt, dass der Johannes Paul II. Das gesagt hat, ist das so. Und Tom Fress hat jahrelang EWTN geschaut, das ist das katholische Fernsehnetzwerk in den Vereinigten Staaten von Amerika, weil nur so konnte er sich überhaupt bekannt machen mit der ganzen Lehre der Katholiken, sonst hätte er ja auch nicht gewusst, was die Katholiken immer lehren. Und da unter anderem ist auch vorgekommen, oder in den Studienzeiten hat er gelernt, dass Johannes Paul II. Gesagt hat, dass Jesus Christus nicht der Messias war, sondern dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, um den Christ in jedem von uns zu zeigen. Also mit anderen Worten, Jesus war nicht der Christus, sondern er war ein Mann, der auf die Erde kam, um den Christ in jedem von uns zu zeigen. Das war so ungefähr die Aussage von Tom Fress darüber. Ganz interessant. Also, dass sein Amt ein Ende haben werde, habe Moses bereits selbst angekündigt. Zitat: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Im Deuteronium, also das fünfte Buch Mose, Kapitel 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Gucken wir eben, Deuteronium, also fünftes Buch Mose, mal eben gucken, fünftes Buch Mose und dann, was habe ich gesagt, 18? 18, Vers 15, ne? Mal eben gucken hier, fünftes Buch Mose, 18, Vers 15, ja, schon beinahe da, ne? Hier, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir erwecken und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr, wird dein Herr, dein Gott, dir erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Ne? Aus dir, das spricht er hier zu Mose, also aus dem Stamme Israel. Und aus deinen Brüdern, also aus dem Stamm Israel, in diesem Fall aus dem Volk Juda. Dem sollt ihr gehorchen. Aus Mose seien wie aus einem Brunnen alle Weisheit und aller Verstand gequollen. Auch alles, was die Propheten wussten. Das Gesetz des Mose bedürfe daher keiner Vervollkommnung. Und wer es, wie das gesamte Alte Testament, wohl und sicher deuten wolle, dem gab Luther den Rat: So nimm Christum für dich, denn das ist der Mann, dem es alles und ganz und gar gilt. Das Alte Testament ist also stets von Christus her gesamtbiblisch zu interpretieren. Diesen Satz sollte man jedem Juden um die Ohren hauen. Und wenn sie ihn dann endlich verstanden haben, diese hartnäckigen, wie sagt das, ich weiß das im Englischen so schön, stiff-necked people, wie es in der Bibel steht. Gott sagt das selber. My people are a stiff-necked people. Dieses hartnäckige Volk. Wenn sie das endlich mal verstehen würden, das Alte Testament ist also stets von Christus her gesamtbiblisch zu interpretieren, ja, dann würden die Juden endlich einen richtigen Blick auf die Wahrheit bekommen. Aber nur, wenn man das Gesamtbild sieht. Seht, das ist doch, habt ihr schon mal ein Puzzle gelegt? Und dann die Teile überall verteilt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ein Puzzle von 2000 Teilen und ich nehme euch 478 Teile weg. Und zwar überall raus, ne? Nicht an einer Ecke oder so, dass ihr das gesamte Bild nicht erkennen könnt. Da könnt ihr die anderen Teile alle noch zusammenlegen, aber das Bild, das ihr seht, ergibt für euch keinen Sinn. Erst wenn ich euch die 478 Teile dann gebe, die ich weggenommen habe, und ihr die in das Bild einfügen könnt, dann könnt ihr das ganze Bild sehen. Die Juden sind so betrogen, wie, ich meine, heutzutage ja sowieso die ganze Welt betrogen ist, davon mal abgesehen, aber wir reden ja hier über die Ansicht auch von Luther und den Juden. Die Juden sind so betrogen, dass sie das Alte Testament eben nicht von Christus her sehen und deswegen nicht gesamtbiblisch interpretieren können. Ein wahnsinnig wichtiger Satz, finde ich persönlich. Für Luther brachte die Christusoffenbarung die Erfüllung der alttestamentlichen Offenbarung und zugleich die grundlegende Überbietung der bisherigen Geschichte Gottes mit seinem Volk. Damit freilich kommt es zu einer weitgehenden Ablösung Israels
durch die christliche Kirche. Ja, so, und ich hatte vorhin diesen ganz wichtigen Satz gesagt von, oh, die römisch-katholische Kirche hat die Juden abgelöst. Ja, richtig. Aber in Wirklichkeit geht es darum, dass das Israel des Alten Testaments durch die christliche Kirche abgelöst wurde. Nun, die römisch-katholische Kirche nennt sich christlich, ist es aber nicht. Und die römische Kirche tut mit den Juden genau das, was die Leute, Menschen, was die Menschen Luther unterstellen wollen. Nämlich, sie verfolgen, sie töten. Damit freilich kommt es zu einer weitgehenden Ablösung Israels durch die christliche Kirche. Und das ist so. Luther sah den Mosebund und die Erwählung Israels als zeitlich begrenzt. Gott spricht, Moses Bund solle nicht ewig sein, sondern zu Messias Zeiten aufhören. Gott habe in der Kirche einen ewigen Bund errichtet, der im Übrigen bereits zur Zeit des Israelbundes präsent gewesen sei. Aufgrund dieser heilsgeschichtlichen Schau konnte Luther dem Judentum nur noch innerhalb des Christentums eine Zukunft zugestehen. Eine eigenständige jüdische Identität außerhalb der Christenheit wollte er nicht gelten lassen und konnte er nicht gelten lassen, weil Gott lässt sie auch nicht gelten. Wie viele Zitate in der neuen, wie in der, im Neuen Testament haben wir nicht? Sucht's ja mal raus, wo drin steht: Es gibt weder Jude noch Grieche, weder frei noch gebunden. Hallo? In Daniel Kapitel 9 steht ganz deutlich drin, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk, um ein Ende zu machen an die Sünden und die Übertretungen zu beenden. Und dann ist es vorbei. Diese 70 Wochen sind bestimmt für dein Volk. Nachdem du aus 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon kommst, sind 70 Wochen bestimmt über dein Volk und dann kommt der Messias und dann ist die Erwählung Israels, die übergeht in die christliche Kirche. Genau so ist das. Eine eigenständige jüdische Identität außerhalb der Christenheit wollte Luther nicht gelten lassen, lässt auch die Bibel nicht gelten. Lasse ich nicht gelten, weil es gibt für die Juden keine absonderliche Erlösung neben der christlichen Erlösung. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Hat er das gesagt oder hat er das nicht gesagt? Steht doch in der Bibel drin. Ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben oder der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Niemand, hat er gesagt. Auch die Juden nicht. Also was soll dieser ganze Quatsch mit Israel da im Nahen Osten? Wenn du kein Christ bist, wenn du Jesus nicht akzeptierst, dann gehst du nicht seinen Weg. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur seinen Weg kannst du gehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob du Jude bist, ob du vielleicht vom Stamm Benjamin kommst, ob du vom Stamm der Leviten kommst, ob du vom Stamm der Dana kommst oder welcher alte israelitische Stamm auch. Das spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob du Chinese bist, ob du Russe bist, ob du Deutscher bist, ob du Franzose bist, ob du Amerikaner bist. Es spielt keine Rolle. Der einzige Weg zur Erlösung ist Jesus Christus, der sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben oder der Weg, die Wahrheit und das Leben. Welche Reihenfolge spielt, das keine Rolle, weiß ich nicht auswendig. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Niemand. Also es gibt nur einen einzigen Erlösungsweg. Es hat immer nur einen einzigen Erlösungsweg gegeben. Nur im Alten Testament hat es den hauptsächlich für die Israeliten gegeben, weil die eben Gott mehr oder weniger treu waren. Die Heiden waren ja sowieso untreu. Die wollten ja von Gott nichts wissen. Deswegen leben wir in diesem heidnischen Theater heutzutage. Also, ich komme hiermit zum Ende. Wir sind ja auch knapp eine Stunde, glaube ich, durch. Und ich will es nicht übertreiben. Aber ich werde nächstes Mal dann wohl noch fortfahren. Ich habe ja wohl noch ein paar
Seiten zu lesen. Wir sind hier auf Seite 14 von 31, also wird noch ein paar Folgen geben. Und von daher, ich finde es sehr wichtig und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Luthers Bibelverständnis aus der Sicht des Neuen Testaments heraus, das Alte Testament zu verstehen, ist die einzig logische Sicht. Denkt an die Parabel mit den Puzzleteilen, die ich euch gerade erklärt habe. So, dabei möchte ich es damit belassen, heute am 15. Februar 2018. Ich danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für eure Kommentare, solange sie ehrlich gemeint sind. Irgendwelche beleidigenden Kommentare, sowohl meine oder irgendeine andere Person beleidigenden Kommentare, Trollkommentare, werden gelöscht und die Verfasser dieser Kommentare werden von meinem Kanal gebannt. Mit solchen Dingen beschäftige ich mich nicht. Mir geht es um die Wahrheit und ich sage ganz klar wie Martin Luther, wenn ihr mir nicht anhand der Bibel beweisen könnt, dass ich falsch sage, dann sage ich richtig und solange werde ich nichts zurücknehmen von dem, was ich hier gesagt habe. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch behüten und beschützen auf all euren Wegen. Jörg von Jogler66 sagt Tschüss.